Moin, liebe Emderinnen und Emder. Eine Baumaßnahme der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Aurich ist im letzten September in die Kritik geraten. Dabei ging es gar nicht um die Baumaßnahme selber, denn die wird von vielen dringend herbeigesehnt. Es ist nämlich die Umgehung des Ortsteils Friesland. Vielmehr war Stein des Anstoßes, dass im Rahmen der Kompensation, also des Wegfalls von naturschutzfachlich hochwertigen Flächen für diesen Bau der Straße, die Kompensation an anderer Stelle in Jansenstun erfolgen sollte. Dort steht eine Baumreihe und verschiedene Gehölze und diese Baumreihe sollte entfernt werden, um mehr Platz für Wiesenvögel zu machen. Dazu muss man wissen, Wiesenvögel stehen in Deutschland unter Naturschutz und sind besonders bedrohte Arten. Wir reden über Kiebitze, Uferschnepfen oder den sehr bedrohten Rotschenkel. Um mehr Raum für diese Wiesenvögel zu finden, sollte diese Baumreihe dort entsprechend gerodet werden. Dagegen gab es Widerstand und ich konnte bei der Straßenbaubehörde erwirken, dass wir nochmal ein naturschutzfachliches Gutachten und ein rechtliches Gutachten einholen, das überprüft, ob vielleicht an anderer Stelle schon überkompensiert worden ist oder ob die Maßnahme wirklich sinnvoll ist. Und es ist tatsächlich so, dass das Gutachten zu dem Schluss kommt, sowohl rechtlich als auch naturschutzfachlich, dass die Baumreihe bei Jansenstun entsprechend entfernt werden muss. Ich weiß, dass das erstmal schwer zu verstehen ist, weil hier Bäume gegen Wiesenvögel stehen und das will einem eigentlich nicht so richtig in den Kopf, dass es quasi, dass man im Naturschutz abwägt, dass das eine wichtiger ist als das andere. Aber für die entsprechenden Wiesenvögel, die ich genannt habe, haben wir hier in Ostfriesland eine nationale Bedeutung, denn die finden nur hier ihren Lebensraum so, wie sie ihn brauchen, um sich entsprechend wieder vermehren zu können. Und die ersten Anzeichen an der Stelle, dort bei Jansenstun, sind vielversprechend, nämlich dort, wo die Wiesen wiederhergestellt worden sind, siedeln sich tatsächlich auch diese Vögel an, sodass es jetzt notwendig ist, dass sie mehr Platz dort bekommen. Wir werden also im Herbst die ursprünglich geplante Maßnahme dort in Jansenstun umsetzen. Es gibt keine negativen Auswirkungen auf Libellen, Amphibien und so weiter, denn die Teiche, die dort sind, die bleiben entsprechend auch erhalten. Ich habe dieses Gutachten gestern der Politik vorgestellt und die Politik folgt auch dort der Linie der Verwaltung. Also im nächsten Herbst werden wir diese Maßnahme durchführen. Wir haben uns aber gemeinsam, und das war expliziter Wunsch der Politik, überlegt, dass wir an anderer Stelle eine Aufforstung vornehmen. Das heißt, wir werden 10.000 Euro als zusätzliche freiwillige Leistung einstellen und werden dann an einer noch zu bestimmenden Stelle eine Aufforstungsmaßnahme durchführen. Vielleicht haben Sie ja eine tolle Idee, wo wir diese Bäume pflanzen sollen. Dann beteiligen Sie sich gerne und schreiben mir einen Kommentar, dass ich das in den politischen Willensbildungsprozess einbringen kann. Alle Details dazu finden Sie auch in der entsprechenden Presseinformation, die ich hier mit einem Link entsprechend verlinkt habe. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und alles Gute.